Mauritius liegt im Indischen Ozean, 900 Kilometer östlich von Madagaskar. Mit 330 Kilometern Küste, weißen Sandstränden, klarem türkisfarbenem Wasser und ansprechenden Hotels gehört es zu den beliebtesten Urlaubszielen der ganzen Welt. Millionen Einwohner afrikanischer, asiatischer und europäischer Herkunft leben friedlich auf der vulkanischen Insel mit 65 Kilometern Länge und 45 Kilometern Breite zusammen. Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1968 hat Mauritius eine bemerkenswerte wirtschaftliche Entwicklung durchlebt und sich vom Entwicklungsland in eine junge Industrienation verwandelt. In einer Welt, die von der Marktwirtschaft regiert wird, werden Ressourcen effizient eingesetzt, doch gleichzeitig kommt es zu gesellschaftlichen Spaltungen. Die Konsequenzen des Erfolges sind hohe Lebenshaltungskosten, eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, prekäre Arbeitsverhältnisse, steigende Arbeitslosigkeit sowie Drogen, Prostitution, Gewalt und Ausgrenzung als Begleiterscheinungen großer Armut. Net for God ist für diesen Film auf Mauritius, wo seit vielen Jahren Freiwillige verschiedener regierungsunabhängiger Organisationen zusammenarbeiten, um mit aller Kraft die Armut zu bekämpfen. Sie wollen den Menschen ihre Würde wiedergeben, sie wieder aufrichten, damit sie voller Selbstbewusstsein selbstständig leben können. Dieses Ziel wollen sie erreichen, indem sie Brücken bauen. Solidarität, Großzügigkeit, Gemeinschaft und Liebe prägen ihre Arbeit. Wir treffen heute eine dieser Organisationen, Lovebridge. Wir gehen rein. Wo seid ihr denn? Das Besondere an Lovebridge, das ist übrigens ein sehr treffender Name, ist die Begleitung der Familie. Eigentlich geschieht das sogar in zwei Richtungen. Wir begleiten sie mit ihren Schwierigkeiten, aber sie begleiten auch uns in allem, was wir unternehmen. Sie sind Teil unseres Lebens schon allein, weil sie fragen, wie es uns geht. Wir sind im Zentrum der Insel in Kirpip, der zweitgrößten Stadt von Mauritius. Die Familie von Gianni lebt in einem Viertel namens La Brasserie. Es liegt 1 Kilometer vom Gelände des Kirpip Starlight Sports Club entfernt, einem 2001 gegründeten Sportverein. Für mich ist der Sport, neben allen Vorteilen, die er für die Gesundheit hat, das beste Mittel, um Gemeinschaft herzustellen. Beim Sport vergisst man, dass man möglicherweise einen unterschiedlichen ethnischen oder sozialen Hintergrund hat. Schon bald nach der Gründung von Kirpip Starlight wollten wir auch eine karitative Arbeit starten. Aber die eigentliche Idee entstand, als die Regierung zu einem Treffen eingeladen hatte, bei dem Lösungen für die 8000 in vollkommener Armut lebenden Familien auf Mauritius gefunden werden sollten. Als wir darüber nachdachten, was wir für diese Gruppe Menschen machen könnten, kam uns die Idee von Lovebridge. Was dahinter steckt, ist eigentlich so leicht zu verstehen wie der Name. Wir wollen eine Brücke bauen zwischen den Wohlhabenden und den Ärmeren. Eine Brücke aus Menschen, zwischen zwei Gruppen, die eigentlich keine Berührungspunkte haben. Sie kennen sich nicht und weil sie sich nicht kennen, urteilen sie übereinander und es entstehen Misstrauen und Unverständnis. Lovebridge ist im Jahr 2012 entstanden. Das Pilotprojekt begann im Viertel La Brasserie mit 15 Familien, die in Armut lebten und durch eine Feldstudie ermittelt wurden.
15 weitere Paare, die sogenannten Paten, haben sich freiwillig in dieses menschliche Abenteuer hineinbegeben. Sozialarbeiter sind die Bindeglieder zwischen den Paten und den begleiteten Familien. Lovebridge schafft einen Rahmen für die Brücken zwischen den Paten und den schwächeren Familien. Wir haben ein Team von Sozialarbeitern, diese Brücke, also die Beziehung, nennen wir Zelle, aber eigentlich ist es ein Dreieck. Die Begleiter, die begleiteten Familien und ein Sozialarbeiter, der dafür zuständig ist, den Kontakt zu erleichtern. Es gibt strukturierte, monatliche, regelmäßige Treffen, um die herum wir aber noch einen Aktionsplan erarbeiten werden. Das Besondere an Lovebridge ist, dass unsere Sozialarbeiter in den gleichen Vierteln wohnen wie die Empfänger der Hilfe. Sie kennen also die Familien, ihre Umgebung, ihre Geschichte. Sie sind ein Vorbild, denn sie haben den gleichen Hintergrund, haben es aber geschafft, ihn zu überwinden und Teil der Gesellschaft zu werden, eine sichere Arbeit zu haben, ihre Kinder zur Schule oder zum Universitätsstudium zu schicken. Ich habe dir ja schon öfter gesagt, dass ich erschüttert bin, weil ich der Meinung war, dass jedes Kind mit einer Behinderung, ganz egal wer es ist, jeder, der seit seiner Geburt behindert ist, auf Mauritius das Recht auf eine staatliche Unterstützung hat. Es hat mich nicht in Ruhe gelassen, dass du, seit wir uns kennen, jedes Mal gesagt hast, dass ihr darauf keinen Anspruch habt. Wir haben von unserer Seite mit dem Sozialamt Kontakt aufgenommen und da wurde uns gesagt, dass Lia tatsächlich, wie jeder andere behinderte Einwohner von Mauritius auch, einen Anspruch auf eine Invalidenrente hat. Und das ist unabhängig davon, ob die Eltern arbeiten oder nicht. Die Leistung ist völlig unabhängig vom Einkommen. Aber so läuft es überhaupt nicht. Wenn wir sie treffen, dann sagen sie uns ganz andere Dinge. Corina ist die Großmutter der kleinen Lia, die mit einer schweren körperlichen Behinderung geboren wurde, nachdem es bei der Geburt zu einem medizinischen Fehler gekommen ist. Sie hat schon zwei große Operationen hinter sich. Hier war die erste und dort die zweite. Sie wird mit einer speziellen Milch direkt über eine Sonde ernährt. Allein hätten wir das nie geschafft. Nur dank Lovebridge sind wir heute noch auf den Beinen. Lovebridge hat uns sehr unterstützt, sonst wäre Lia auch nicht bei uns. Wir brauchen viel Hilfe. Anne und Philippe Leclicio unterstützen uns. Sie sind immer für uns da. Wir können uns wirklich auf die Hilfe von Francine und Floris verlassen. Sobald es ein Problem gibt, sind unsere Paten Anne und Philippe zur Stelle. Bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich mir ein wenig Sorgen gemacht. Wie wird das sein mit einer weißen Frau, einer weißen Familie? Wie werden wir uns begegnen? Es wird bestimmt distanziert sein. Aber nein, es gibt keine Unterschiede. Wir sind wie eine Familie. Selbst mit denen, die mir nahestehen, habe ich nicht eine solche Qualität in der Beziehung. Ich dachte nicht daran, dass eine Freundschaft zwischen uns entstehen könnte. Wir sind uns noch näher als Freunde. Es gibt eine Verbindung zwischen uns, die ich nicht erklären kann. Am Anfang war es nicht einfach. Es war ein ganz neues Konzept und wir waren auf unbekanntem Terrain unterwegs. Das ist nicht die typische Familienhilfe, sondern etwas anderes. Normalerweise kamen immer alle und haben einfach gegeben.
Aber hier steckt ein anderes Konzept dahinter. Es geht darum, den Menschen wieder aufzurichten. Bei Lovewitch haben wir einen langfristigen Ansatz. Man muss zum einen den Begleitern erklären, dass sie ein Risiko eingehen und geduldig sein müssen. Sie dürfen nicht zu viel auf einmal verlangen. Auf der anderen Seite muss man der ärmeren Familie erklären, dass es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Form der Hilfe handelt, sondern dass der Erfolg auf den Kindern beruht und es ganz wesentlich um deren Ausbildung geht. Lovebridge ist ein Projekt der Begleitung, das auf mindestens 20 Jahre ausgelegt ist, die Dauer einer Generation. Das Ziel ist es, Familien in Schwierigkeiten Mittel und Wege zur Selbstständigkeit zu ermöglichen und nach ihre Lebensqualität zu verbessern. Dabei gibt es 6 Pfeiler in der Begleitung der Familien: die Erziehung, die Gesundheit, die Arbeit, die Wohnung, die Ernährung und den Willen zu entwickeln, aus der Situation herauszukommen. Dank der finanziellen Unterstützung durch viele Partner handelt Lovebridge als Brückenbauer und vernetzt bedürftige Personen mit den Akteuren der Gesellschaft. Hallo Janie. Hallo. Hallo Jonas. Wie geht es euch? Gut. Das ist Jonas, mein Sohn, und meine Tochter Akelia. Was für schöne Haare du hast. Und vor allem die Zöpfe. Wie geht es dir, meine Liebe? Ja, ich bin nur ein wenig müde. Und die Zeugnisse? Aber ja. Gute? Ja, schon. Odile und Thierry begleiten die Familie von Gianni und Bernard seit 3 Jahren. Vor 3 Monaten haben die 3 Kinder von Gianni und Bernard dank der praktischen Unterstützung von Odile die Schule wechseln können und besuchen nun eine private Schule. Heute ist der große Tag der Zeugnisausgabe. Und was steht da, Emmy? Lesen? Sicher. Wortbeherrschung? Sicher. Antworten auf einfache Fragen? 3. Das heißt, es beginnt sich zu entwickeln. Bravo! Mit einfachen Worten schreiben? Sicher. Ich bin froh. Bist du froh? Bravo. Und was sagt Mama dazu? 1, 2, 3, los. Also, Herr Jonas. Positive self-image, confident and independent. Weißt du, was das heißt? Dass du ein gutes Selbstbild hast, selbstbewusst und unabhängig bist. Gut gemacht. Alles geht voran. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Wow. Noch ein Erfolg. Bravo. Tracy war, wie man auf Kreolisch sagt, eine Niete. Sie brachte immer schlechte Noten nach Hause. Ich war hoffnungslos. Aber seit die Kinder die Schule gewechselt haben, hat Amy große Fortschritte gemacht, auch in Französisch. Sie ist? Sie sind. Sie sind bei seinem Freund. Gehst du sie holen? Vorher, da war dort nichts. Man sah den Himmel. Es gab hier ein Blech und das Wasser floss durch das ganze Haus, füllte das Zimmer und lief in die Küche. Heute haben wir den Raum oben dazugefügt. Wir hatten das alles nicht. Hier war das Dach des Hauses. Mein Mann und ich hatten keine Arbeit. Wir sind auf die Deponie gegangen, um dort altes Eisen, Leder und Blech zu sammeln. Am Abend haben wir das verkauft, was wir gesammelt haben, und ein wenig Geld dafür bekommen. Das hat zum Überleben gereicht. Wir haben den Kindern etwas zu essen gekauft, Brot, damit sie nicht hungrig in die Schule gehen müssen. Meine Schule heißt Saint-Patrick. Und deine Lehrerin? Meine Lehrerin heißt Elodie.
Bei meiner ersten Begegnung mit Odile und Thierry, die beide gemeinsam mit Floris zu uns gekommen waren, fühlte ich mich sofort wohl, als ob wir uns schon ewig gekannt hätten. Tief im Innern dachte ich, Herr, du hast mir einen Engel gesendet, weil wir Unterstützung für die Kinder gebraucht haben. Vorher hatten wir keine Unterstützung. Ich mag mein Zimmer. Odile hat ein Bild gemalt, ein schönes Bild. Sie hat uns dieses Haus dort gebaut. Früher gab es hier nur Blech. Es gab kein Haus da oben. Dann haben wir Odile gebeten, uns ein Haus zu bauen. Wir haben die Bleche entfernt und gebaut. Ohne Odile wäre unser Leben ganz anders. Ohne sie hätte ich nicht die Arbeit gefunden, die ich jetzt seit bald einem Jahr ausübe. Ich bin nicht mehr auf der Müllhalde. Ich fühle mich verantwortlich in meiner Arbeit. Ich kann meinen Kindern bieten, was sie brauchen. Auch wenn ich ihnen nicht alles bieten kann, schaffe ich es mit ein wenig Aufwand, ihnen einen Teil zu geben. Ich bin Mutter, aber habe nie gelernt, wie man ein Familienleben geregelt bekommt. Meine älteste Tochter hat immer bei meiner Schwiegermutter gelebt und wir verstanden uns nicht gut. Jedes Mal, wenn ich mit ihr redete, sagte sie, du bist nicht meine Mutter und ähnliches. Odile hat mir gezeigt, wie ich meine Autorität ausüben kann, denn ich wusste nicht, wie man ein Kind großzieht. Sie hat mir gezeigt, wie ich ihm Vertrauen zurückgeben kann, wie ich mit ihm spreche, es liebe, wie ich ihm danke, wenn es etwas Gutes getan hat. Nach und nach brachte mir Odile vieles bei. Jetzt sind mir meine Kinder nah. Ich mag mein Zuhause, ich mag meine Mama, ich mag meinen Papa. Früher habe ich meine Mutter nicht gemocht. Jetzt, wo Odile mich zu ihr gebracht hat, habe ich gelernt zu lieben. Sie hat mir gezeigt, wie man vergibt und dass man keine gemeinen Dinge sagen darf. Ich werde beten. Danke, Jesus, für das Essen, das du mir heute gegeben hast, weil du uns viel hast arbeiten lassen für diese Mahlzeit. Und lehre uns, denen zu geben, die nichts haben. Amen. Ich habe, bis ich 18 war, auf Mauritius gelebt und dann in Australien. Ich war sehr auf meine Karriere und meinen beruflichen Ehrgeiz fokussiert. Meine Berufsvorstellungen haben sich komplett verändert, seit ich Jesus getroffen habe. Und ich glaube, dass es wirklich der Heilige Geist war, der mich dazu geführt hat, Harold kennenzulernen. Ich hatte nie Erfahrungen in sozialer Arbeit gemacht. Ich war nie mit Menschen zusammen gewesen, die zu den Allerbedürftigsten gehören. Nach dem ersten Tag war ich sehr erschüttert, nach den Besuchen bei den Familien. Ich war ein wenig traurig und stellte mir viele Fragen. Warum sind diese Menschen in diese Situation gekommen? Warum hilft ihnen die Regierung nicht? Warum leben sie in solch einem Elend? Wohin geht es mit der Menschheit? Wenn man eine Ausbildung und Arbeit hat, läuft man dann an dem Elend vorbei, weil man keine Lust hat, das Anderssein des anderen zu sehen. Schützen wir uns vor dem Leiden des anderen? Wollen wir uns dem Leiden nicht aussetzen? Viele Fragen sind in mir aufgekommen. Und da habe ich mich daran erinnert, dass der Bischof von Mauritius, Monseigneur Piat, in seiner Weihnachtsbotschaft gesagt hat, wenn du wirklich ein Friedensbote sein willst, dann gib dich nicht damit zufrieden, von deinem Überfluss zu geben, sondern begegne dem anderen, werde Bruder oder Schwester des Armen. In diesem Sinne habe ich angefangen, mich in dieser Arbeit zu engagieren. Ich habe mich mit Leib und Seele hineingegeben.
Der Überfluss, auf den ich verzichtete, war meine Karriere und mein Sozialstatus. Ich habe wirklich den Ruf verspürt, mein Leben für die anderen einzusetzen, eine Schwester der Armen zu werden. Wenn man mit ihnen zusammen ist, dann lernt man sie kennen und lieben. Ich sehe, dass Jesus im Herzen dieses Projektes ist, denn es gibt eine Freude zu geben und zu empfangen, auf beiden Seiten. Seit Lovewich in unser Leben getreten ist, haben wir angefangen, unserem Leben eine neue Richtung zu geben und der Liebe auch. Im Gegensatz zu anderen Familien streiten wir uns seitdem weniger. Wir sind glücklich, wir haben es geschafft, uns wieder zu finden und miteinander zu reden. Man setzt sich, man nimmt sich Zeit, um in der Familie miteinander zu reden, um sich auszutauschen. Wenn ich von der Arbeit zurückkam, bin ich niemals nach Hause gegangen. Ich bin auf der Straße geblieben mit Freunden. Seit ich Lovewich kennengelernt habe, verstehe ich den Sinn von Familie besser. Wir sprechen miteinander und handeln gemeinsam. Unsere Liebe hat sich dank Lovewich und dank Transparenz gewandelt. Was ich von dieser Erfahrung im Gedächtnis behalte, ist die Liebe, die wir uns geben konnten, diese gegenseitige Bereicherung. Wie Harold Meyer, der Präsident von Lovewich, sagt, die Idee ist nicht, ihnen Fische zu bringen, sondern sie zu lehren, selbst zu fischen. Meiner Meinung nach haben wir alle, wie Harold sagt, ein sehr privilegiertes Leben. Wir haben unsere Hobbys, unsere Arbeit, das Haus, die Familie etc. Aber darum haben wir Lust, hinauszugehen und mit anderen Familien zu teilen, was wir in unserem Menschsein erleben, weil wir alle Probleme haben. Die Familie von Belin und Michael haben Sorgen, aber auch wir haben unsere Sorgen. Aber es geht darum, diese mit ihnen zu teilen. Wir kommen zusammen über das simple Menschsein, den Menschen. Und das ist es, was wir wirklich sind. In unserer Schlichtheit sind wir letztendlich alle gleich. Ich glaube, dass wir alle etwas zu teilen haben. Das bedeutet, dass man nicht zulassen oder sich einbilden darf, dass es nur wohlhabende Personen sind, die Lovewich bilden sollen. Wir müssen alle Lovewich bauen. Diese Einladung hat Jesus an jeden von uns gerichtet. Liebesbrücken zu sein, alles zu teilen. Wir haben alle etwas, das wir geben können. Es gibt in der Welt niemanden, der so arm ist, dass er nichts zu teilen hätte. Es gibt keinen Ort, keinen Platz, wo das Teilen, wo die Lovewich nicht entstehen könnte. Es gibt niemanden, der von diesem Austausch ausgeschlossen ist. Es liegt an jedem von uns, Verantwortung zu übernehmen, sodass wir eines Tages Lovewich vielleicht nicht mehr brauchen, weil es keine armen Menschen mehr geben wird und dass vielleicht die Situation der Ungerechtigkeit, in der wir heute leben, aufhört zu existieren. Mauritius kann ein kleines Laboratorium für die Welt sein. Es ist nur eine kleine Insel, auf der aber mehrere Kulturen und Weltreligionen leben und auf der Reichtum und totale Armut nebeneinander bestehen. Lovewich liegt mir also wirklich am Herzen. Das Projekt kann tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielen, denn es trägt die Liebe im Herz aller Aktionen und führt dazu, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Kulturen sich kennen und schätzen lernen und sich gegenseitig helfen. Bei Lovewich geht es darum, Brücken zu bauen zwischen den Leuten, die sich nicht sehen und sich zu Unrecht verurteilen. Was Corinne und ich seit 3 Jahren durch die Begleitung von Belin und Michael erlebt und was 42 andere Familien erfahren haben, ist unglaublich bereichernd. Daher hoffen wir, weitergehen und zu den anderen 8000 Familien vordringen zu können, die auf Mauritius in absoluter Armut leben. Das Projekt Lovebridge hat die Regierung von Mauritius begeistert. Und anlässlich eines Treffens am 27. August 2015 zwischen dem privaten Sektor und der Regierung hat der Finanzminister einen jährlichen Zuschuss von 10 Millionen Rupien, das sind 2,5 Millionen Euro, versprochen.
Um dieses Konzept der Sozialhilfe auf die 8000 Familien, die noch an der Armutsgrenze leben, auszuweiten. Harold hat uns am Anfang gesagt, kommt für 2 Jahre zu Lovebridge. Nach diesen 2 Jahren haben wir um noch ein Jahr verlängert. Aber nach 3 Jahren haben wir realisiert, dass das kein Projekt auf Zeit ist, sondern eine Lebensaufgabe und dass wir immer die Begleiter von Bernard und Jani sein werden. Es ist gar nicht möglich, dass wir das eines Tages nicht mehr sind. Es ist sowieso nicht mehr nur die Begleitung. Heute ist es auch Geschwisterlichkeit, Liebe und Freundschaft. Und das ist schön. Aber es gibt viel Armut. Wenn alle Familien von Mauritius eine andere begleiten würden, um eine Liebesbrücke zu bauen, ich glaube, dann wäre die Armut besiegt. Aux Champs-Élysées, pain, soleil sous la pluie, ou à midi, ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Die Menschen bauen zu viele Mauern, aber nicht genügend Brücken, sagte Newton. Wie bei Lovebridge, lasst uns Brücken bauen, wo wir sind. Bauen wir unsere Mauern ab, um eine Beziehung mit anderen zu beginnen. Denn der Mensch ist ein kontaktsuchendes Wesen, welches sich nur in Beziehungen verwirklichen kann. Es ist die Beziehung, die einen den Wert in unseren Unterschieden entdecken lässt, weil kein Mensch sich selbst genügt. Nur mein Gegenüber kann mir geben, was ich selbst nicht habe, genauso wie ich ihm das geben kann, was er nicht hat. Aus dem Evangelium nach Johannes im 13. Kapitel, Verse 34 und 35. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so liebt euch auch gegenseitig. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe füreinander habt. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, für alle jene NGOs, die wie Lovebridge sich dafür einsetzen, dass die Armut bekämpft und dem Menschen seine Würde zurückgegeben wird. Dein Heiliger Geist gebe ihnen Mittel und Kraft, um diesen täglichen Kampf zu einem guten Ausgang zu bringen. Schenke uns und denen, die uns regieren, ein weiches und mitfühlendes Herz für das Elend und das Leiden, das uns umgibt, vor allem im Blick auf die Ärmsten der Armen unserer Erde. Schenke uns deine Augen, dass wir besser sehen, dein Herz, um besser zu lieben, und deine Hände, um besser zu teilen.